Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen freshen Folge von Let's Play Clash of Clans. Okay, ja, was wir in der heutigen Folge tun werden, und zwar der Tobias, ein Abonnent, ich habe einen Abonnenten, nein, der hat mich darum gebeten, dass ich mal mit GoYY angreife, und das habe ich auch direkt getan, weil ich auf meine Abonnenten höre. Ja, was andere YouTuber nicht so sehr tun, aber ich will ja keine Vorwürfe machen, nein. Ja, ich greife auch gleich mit GoYY an, aber warten wir noch, bis der Heilzauber fertig ist. Ich habe ja ein bisschen geboostet, da ich habe ja gestern 200 Juwelen bekommen, da ich jetzt 150 Kriegssterne geholt habe. Eigentlich hatte ich ja gestern auch eine Aufnahme, aber mein Aufnahmegerät hat sich gedacht, spielen wir dem Thomas einen Streich und nehmen nur ein Bild auf, aber seine Stimme hört man, also richtig beschissen war das, ey. Ja, was können wir davor machen? Ich kann euch noch zeigen, wie ich so... Hier, der Angriff war geil. Habe ich 1600 Dunkles bekommen. Habe ich mit Packern angegriffen. Wieso habe ich mit Packern angegriffen? Weil die Typen aus meinem Clan gesagt haben, es lohnt sich nicht mehr im Clankrieg anzugreifen. Und deswegen habe ich mir diesen Gegner mit Bogenschützen rausgesucht. Ja, das war ganz cool. Kurei. Ja, und ich habe wieder einen Inferno-Turm zerstört. Darauf war ich ganz stolz. Denn ich will ja bald diese Mission haben, dass ich so drei Inferno-Türme habe. Und habe 1600 Dunkles bekommen. Und das fand ich so richtig nice. Ja, und was habe ich mir gedacht? Machen wir mal die Schweinereiter auf 4. Ja. Das habe ich dann heute Morgen gemacht. Ich habe auch gestern noch so meine dunkle Bohrer geboostet. Ich muss schon sagen, das war echt nice. Okay, ich bin mal wieder super drauf. Und ich habe schon 6 Inferno-Türme zerstört und es fehlen noch 4. Ja. Und jetzt die nächste Herausforderung. Mein Kriegsheld verdient 1000 Sterne. Ja, aber dafür bekommt man 1000 Juwelen und 5000 XP. Das ist schon echt extrem. Mal gucken, was hier so schreiben. Angriff 400k, Elixier, Bären. Wir gucken uns deinen Angriff an. Also was man als erstes sieht, wie heißt das Ding? X-Bogen ist leer. Ja, also ich spiele das Spiel schon seit einem Jahr und weiß nicht, wie ein X-Bogen heißt. Also das ist armselig. Ja, also was macht der? Er greift hier mit Barge an. Junge, ich will das Benachrichtigungsfenster nicht sehen. Immer diese Handys. Ja, also 400k Elixier, das muss man schon sagen, ist nice. Und dass er noch so, der hat versucht noch möglichst viel rauszuholen. Aber im Barge kann man bei dieser Base ja nicht viel rausholen, aber 400k Elixier, das würde ich mir auch gerne mal wieder wünschen. Das wäre echt nice. Ach ja, hier war ja der GoY-Angriff. Und guckt euch an, ich greife fast nie an, da ich im Moment wirklich nicht viel Zeit habe. Es ist schon wieder 19.22 Uhr, wir schreiben am Donnerstag eine Englischarbeit und ich habe noch nicht angefangen zu üben, also ja, wenn ich morgen anfange zu lernen, ist ja nur ein bisschen Vokabeln, es kommt keine Grammatik und so vor, läuft. Ist der Heilzauber, natürlich nicht erst in 3 Minuten, ja, worüber können wir noch so lange labern, und zwar, genau, es werden auf diesem Kanal demnächst neue Projekte kommen, und zwar FIFA 15, Mario Kart 8 und ihr könnt entscheiden, entweder Super Mario 3D World oder Super Mario Bros. U. Aber das Game Capture Gerät wurde vorletzte Woche Donnerstag versandt. Und ich weiß nicht, wie lange die Japaner brauchen, um dieses Game Capture Gerät von Japan nach Deutschland zu bekommen. Das kann doch nicht so lange dauern. Also, das stand, dass es so vom 11. bis zum 31. da ist. Also, das kann noch ein bisschen dauern. Ja. Also, GoYY habe ich bis jetzt nur einmal angegriffen und da war ich nicht so erfolgreich, aber naja, ich muss ja üben. Oh Mann, ey, ich will noch den Heilzauber haben, aber das dauert dann so lange noch in der Aufnahme. Wie lange dauert der Heilzauber denn? Bitte keine 45 Minuten, bitte keine 45 Minuten, bitte keine 45 Minuten, bitte keine 45 Minuten, bitte keine 45... Ach, leck mich doch im Arsch. Ja, ich würde mal sagen, wir suchen uns direkt einen Gegner raus. Denn ich glaube, es hat keinen Sinn, jetzt noch hier lange zu labern. Denn hier hat auch keiner... Obwohl, ich kann anfragen.
hat noch wer Angriffe? Angriffe! Fragezeichen Doppelpunkt D! Der Thomas ist mal wieder gut drauf. Oh ja. Ja, ich suche schon mal in der Zwischenzeit einen Gegner raus. Du hast Gorch. Yo, hier nochmal so ein Zwischenstopp und zwar bei dieser WTF Base. Das, oh, ein Inferno-Turm, den man locker. Aber ich will keine Pokale verlieren. Oh, ist mir jetzt auch scheißegal, ey. Verdammt, wie soll ich das anstellen? Ich will den Baba Gönisch. Komm. Baba König, das schaffst du. Das schaffst du. Das schaffst du. Das schaffst du. Ich weiß, du kannst es. Als ob der weg. Oh mein Gott. Oh my gosh, I'm looking for... Ah, Mann! Die Burgi Queen will ich jetzt nicht setzen, los! Bitte mach den Inferno Tower kaputt! Ja! Ah, ich muss das noch screenshotten für die nächste WTF Base Folge. Wann die rauskommt, ist unbekannt. Irgendwann in diesem Jahrhundert wahrscheinlich noch. Oh, ich verliere schon wieder Pokal und ich will doch bald in den Kristall gehen, ey. Das Leben ist kein Wunschrezept, ne? Ja, egal, jetzt macht mir noch so locker flockig. Paar Bogenschützen. Nein, ich will keine Juwelen. Nein, und ich will die Aufnahme auch nicht. Oh, Junge. Ich will da nicht drauf, verdammt. Ja, so geht's auch. Oh, ich habe ja einen Weihnachtsbaum. Cool. Ja, ich hätte heute schon ein Geschenk, also. Danke, Supercell. Ich habe eine Frage an euch, und zwar, was passiert, wenn man die Weihnachtsbaum abbaut? Passiert da was? Kriegt man irgendwas oder passiert nichts? Ja, ihr könnt es mir ja sagen, falls einer den schon abgebaut hat. Hat wer noch Angriffe, Mama? Was haben wir in der Klamburg? Geile Hexe. Hat mir, glaube ich, Bären geschickt. Nochmal danke. 5 Bogenschützen Level 5, 3 Bogenschützen Level 6 und 5 Bogenschützen Level 7. Dankeschön. Ja, wir müssen jetzt noch ein bisschen warten, bis die vielleicht... Lakai. Und noch ein Lakai. Geil. Nehmen wir 2 Lakaie mit. Wieso? Weil ich's kann. Uah. Oh, guck mal, da ist ein Lakai. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Ich glaube, wir können uns einen Gegner suchen. Und bis gleich. Ich würde mal sagen, den versuchen wir jetzt, wie ich mit dieser Taktik angreifen soll. Ich habe keine Ahnung. Ich versuche mal erstmal zu gucken, ob der Kleine hier irgendwas in der Klarenburg hat. Ja, der hat wirklich was in der Klarenburg. Boah, ich habe zum ersten Mal dran gedacht, die rauszulocken. Ich glaube, das ist ein Applaus wert. Aber ich glaube, es kam bei weitem nicht alles raus, aber... Jalla. Überspielt das einfach, ja. Och, Junge, wo kann man die denn... Oh, Gott. Egal, immer... Die Kanonen wollen mir auch verarschen, ne? Die wollen mich verarschen, diese... Weißt du, wir nehmen jetzt einfach... Oh, das ist ein Bogenschützenturm. Da ist ein Bogenschützenturm. Oh nee, ey. Oh. Die Bogenschützenkönigin kam ja auch mal kreuzweise. Oh, da kommt nichts dran. Was für ein Wunder. Ich habe mich entschieden, dazu diese Folge ohne Ton zu machen, da der viel zu laut ist. So, Golem hier, Golem da, Mauerbrecher dahin. Wut. Pekka? Würdet dat? Dat, Junge! Und mein schöner Rexian. Meine Rexian räumen vor die Rentern auf. Los, ich weiß, ihr könnt es schaffen, Hexen. Mach keine Scheiße. Ich setz hier mal einen Heilzauber hin, weil ich auf Nummer sicher gehen will. Leben noch alle drei Hexen? Ich weiß es nicht, weil die Statue von Pekka da im Weg ist. Ich meine, es leben noch alle drei, oder? 1, 2... Das ist meine Bogenschützenkönigin, ich muss aufpassen. Oh, ich will das Gold bekommen. Los.
Gold, 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 Gold. Ja, es leben alle drei Hexen. Oh, vier. Oh, ho, ho, ho. Ja, hätte ich noch einen Zauber dabei, aber nein, ich muss ja direkt alles am Anfang setzen. Los, ihr Hexen, ihr müsst es schaffen. Ich hab gesagt, ihr müsst es schaffen. Los, Bogenschützenkönigin, go. Zeig, was du kannst. Zeig deine Power. You are strong. Los, 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 los. Hol dir das Dunkle, hol dir das Dunkle, hol dir das Dunkle. Nein, alles in den Bohrern drinne. Eine Runde Mitleid mit mir. Danke, David. Bitte schön, Thomas. Juhu. Ja. Oh, bitte hol dir das Gold. Bitte, 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 bitte. Ich hab bitte gesagt. Ich habe bitte gesagt. Ach, Mann, 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 hey, schon wieder so ein Angriff, der sich überhaupt nicht gelohnt hat. Ich habe gerade nicht gesehen, ob wer... Oh, 460 Dunkles, hat sich ja gelohnt. Ja, wenn noch Angriffe, damit man nicht gemeint, dass man eine Anforderung schicken soll. Ist ja auch egal. Ich will mal sagen, das war es dann auch für die heutige niveauvolle Niveau. Ja, das war es dann für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Ciao.